Ja, hallo, der Michael von Mika News. Heute geht's mal um die Lackierung der Karosserie vom BT01 Chassis. Und nach dem Info erfahrt ihr mehr dazu. So. Jetzt geht es um die Lackierung der Karosserie. Ich gehe nach den Schritten vor, die in der Anleitung beschrieben sind. Ihr habt die Möglichkeit, auch eigene Farbe zu wählen. Ihr könnt natürlich die Originalfarbe wählen, dementsprechend auch den Spoiler lackieren nach der Originalfarbe. Die Farben stehen in der Anleitung. Und ich habe schon mal ausgeschnitten die Scheibenaufkleber, die man praktisch ausschneiden kann. Da sind genau die Kanten angezeichnet und dann tut man die mit einer geraden bzw. mit einer gebogenen Schere, am besten Lexan-Schere oder Papierschere halt, genau nachschneiden. Eine gerade, eine runde Schere, eine gebogene Lexan-Schere macht sich gut für die Kanten, also für die Rundungen, und für gerade Flächen macht sich die gerade Schere am besten. Da kann man schön eine gerade Linie lang gehen. Und in den Kurven, also in den Ecken, macht sich dann die Runde wieder besser. Einfach nur, weil man besser dann eine Kurve oder eine Abrundung schneiden kann. Ja, das dauert alles ein bisschen, einen kleinen Moment. Sollte man sehr vorsichtig rangehen, damit man wirklich da an den Kanten nachzeichnet. Danach nimmt man die und klebt die dann auch von innen ein, weil so eine Lexan-Karosserie, die wird ja von innen lackiert. Sollte im Prinzip kein Problem sein. Zuerst wischt man es aus, also macht man erstmal sauber, am besten mal mit Spüli und Wasser und macht die von innen sauber. Aber beginnen tut man mit dem Ausschneiden der Fenstermasken. Wie gesagt, die sind zum Glück schon vor angezeichnet, man muss bloß an den Linien lang gehen. Und wenn man damit fertig ist, dann klebt man die von innen rein. Ja, das Ganze macht man dann quasi Schritt für Schritt. Muss man bei solchen kleinen Teilen natürlich aufpassen, dass man da genau an den Kanten nachschneidet, so wie es sein soll. Und dies trifft natürlich auch für die anderen Dekors zu. Wobei hier waren die Dekorbögen, der war schon vorausgestanzt, da musste man bloß noch abziehen und ankleben. Aber das zeige ich im weiteren Video noch. So, das ist der ganze Dekorbogen, der ja eingepackt ist. Da sind überall Nummern übrigens drauf. Und anhand der Nummern sieht man, wie wo was hinkommt. Das zum Beispiel ist für die Scheiben. Also ihr könnt auch getönte Scheiben machen. Habe ich nicht verwendet, aber ich wollte es bloß zeigen, dass das möglich ist. Man kann also die Scheiben alle verdunkeln, man kann sie aber auch transparent lassen. Und bevor man die Aufkleber drauf macht, muss man natürlich die Schutzfolie der Karosserie noch abmachen. Das ist ganz wichtig, weil da ist eine Schutzfolie drauf. Und ansonsten zieht ihr die Aufkleber wieder ab. So, der ganze Prozess beginnt natürlich mit dem Saubermachen der Karosserie, Schneiden der Fenstermasken, Aufkleben der Fenstermasken, von innen lackieren und dann halt die Aufkleber dran machen, bevor man natürlich die Schutzfolie abmacht.
So, danach, klar, folgt natürlich das Ausschneiden an den Linien, wo praktisch die Radausschnitte sind und die überstehenden Kanten. Muss man natürlich darauf achten, gerade wenn man so ins Licht hält, die Karosserie, kann ein bisschen spiegeln, darauf achten, wo welche Kante nachgeschnitten oder der Radkasten ausgeschnitten wird. Genauso mit dem Karosserielochbohrer gibt es ja verschiedene, sollte man auch ganz genau die Löcher bohren. Die sind angezeichnet, aber nicht gebohrt. Das sieht man ganz gut an der Karosserie, wo die Punkte sind, ist aber auch noch zu sehen. Hier, ich habe diese Farbe genommen. Kann jeder frei wählen, wie er möchte. Und ich habe das Ganze hinterlegt mit Weiß. Und für die Plastikteile, ach, hier sieht man mal, wie ich schon meinen Test Sprühung gemacht habe. Ihr könnt die lackieren, ihr könnt die streichen, ihr könnt die airbrushen, das ist euch überlassen. Das steht jedem im Endeffekt frei. So, ich beginne jetzt hier mit dem Ausschneiden der Karosserie, also sprich erstmal grob des Radkastens. So, erstmal grob nachgeschnitten. Darauf achten, manchmal tut sich dahinter nämlich was verstecken. Also immer erst gucken, nicht, dass man dann den Winglet erwischt. Und jetzt kann man erstmal grob schneiden, dass praktisch so die Kanten nicht stören. Hier, da seht ihr die Kanten an den Seiten, die stören manchmal, wenn man dann schneiden will. Das blockiert irgendwo und so. Deswegen mache ich den unteren Rand zuerst weg, da wo wirklich nichts, wo im Prinzip alles weggeschnitten werden kann. Jetzt schalte ich mal um die Kamera, dass ihr das besser seht, wie ich das Ganze mache. Ich werde jetzt ein bisschen Musik hinterlegen und werde erst später wieder einsteigen. Ich glaube, ihr seht es ganz gut, wie das Ganze funktioniert. Erstmal schön sauber an den Kanten lang gehen. Ihr könnt das, wie gesagt, erstmal grob ausschneiden, aber nicht so viel wegschneiden, weil das könnt ihr natürlich nicht wieder dran schneiden. Also wirklich darauf achten, welche Kante ihr, also in welcher Linie ihr da schneiden müsst, steht auch super gut in der Anleitung. Da die gelben Folien, die dort liegen, noch auf meiner Arbeitsmatte, das sind die Fenstermasken, die kommen dann quasi von innen, werden die reingeklebt, aber das zeige ich euch später. Was ich jetzt gerade so zeige mit diesen Fingern, ne, das meine ich jetzt, es gibt, ihr könnt es mit einem Dremel machen, mit Schleifpapier. Oder eben, es gibt auch so ein Werkzeug, wo man praktisch die Kanten von dem Radkasten, wenn man mal so eine Ecke drin hat, dann kann man die schön nachschleifen. Na, dass das halt wirklich rund ist. Genauso, wenn man jetzt hier eine Kante hat, eine spitze Ecke, die kann man auch mit Schleifpapier oder mit dem Dremel zum Beispiel nachschleifen, dass man praktisch so eine runde Ecke bekommt. Na, sollte man auf jeden Fall drauf achten, dass man da das Richtige erwischt, also dass man das sauber macht, also sprich, dass dann auch kein Grat entsteht. Schutzfolie bleibt halt wie gesagt drauf, weil die wird erst abgemacht, wenn lackiert wird. Jetzt seht ihr, ich schneide jetzt hier mit einer geraden Lexan-Schere die gerade Kante an der Seite lang. Und danach kann man jetzt hier mit einer gebogenen Schere, schön sieht man jetzt wahrscheinlich auch gut, den Radkasten, um den zu schneiden, nehme ich natürlich eine gebogene Lexan-Schere, weil das macht sich natürlich damit besser, weil man damit viel besser eine Rundung machen kann. Und dort, was ich sagte, dort ist so eine kleine spitze Ecke, also eine Spitze, eine Ecke, ne, falsch, also so eine Spitze, und das runde ich mit der Lexan-Schere ab. Das kann man natürlich auch mit Schleifpapier abrunden, ne. Und jetzt setze ich an, versuche einen kleinen Bogen reinzubringen, um keine spitze Kante zu haben. Jetzt schneide ich ein Stückchen und danach drehe ich natürlich die Lexan-Schere so, dass der Bogen genau so wie der Radkasten läuft. Also eine ganz, ganz einfache Sache. Deswegen empfehle ich euch, nehmt eine gerade und eine gebogene Lexan-Schere. Damit habt ihr beide Sachen abgedeckt. Und natürlich später braucht ihr dann noch einen Lexanbohrer, so wie eine Reibale. Dann kann man halt verschiedene Durchmesser mit einem
Karosserielochbohrer aufbohren. Ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen Bohrer nehmen, müsst dann bloß darauf achten, welchen Durchmesser ihr braucht, ob 3, 2, 5, 6 mm und den spannt ihr einfach bloß in eure Akkubohrmaschine zum Beispiel ein und könnt dann auch damit das Loch bohren. So, jetzt habe ich hier den Radkasten schon mal ausgeschnitten. Wie gesagt, mit Schleifpapier kann man ein paar Kanten nochmal nachschleifen, damit das wirklich rund ist. Oder wie hier, wenn ich was nicht ganz erwischt habe, die Kante wegnehmen. Macht sich aber ganz gut, auch Schleifpapier zu nehmen und abzurunden. Oder ihr nehmt ganz simpel und einfach einen Dremel. Und jetzt geht es einfach weiter. Ringsrum arbeite ich mich jetzt in den nächsten Minuten vor und schneide die Karosserie also so an den Kanten aus, dass die Radkästen und alles, was überflüssig ist, abgeschnitten ist.
Das ist jetzt hier so eine Sisyphus-Arbeit. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß das. Glück kann man das hier auch noch mal einsetzen. Mal schön hier. So. Wichtig ist auch hier die Kanten, na, dass da nichts unterlaufen kann. So. Wenn wir das haben, kommt die Frontscheibe dran. Ich finde das immer ziemlich kompliziert, das Ganze. Aber da muss man durch, ne? Da ist ja das. Aber zum Glück ist das ja relativ hier flexibel, dass man hier zur Not nochmal ansetzen kann. Falls man sich vertan hat. So. Also keine Scheu, das nochmal abzumachen. Ist das wirklich so passt, wie das sein soll? Ja, wir wollen das ja hier schon etwas genau machen.
Und dann immer von einer Seite zur anderen streichen, damit hier ja keine Falten entstehen. Ne? Ihr seht schon, das sieht schon mal gut aus. Hier sind keine Falten bis jetzt. Das heißt zwar nicht, dass am Ende jetzt keine mehr entstehen, aber ich arbeite hier dran. So. Dann sieht das Ganze so aus, dann können wir hier auch gucken. Naja, perfekto. Da ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist bei den ersten Malen kann das durchaus sein, dass man sich da ganz leicht vertut. Aber macht euch da nichts drauf, macht euch auch nicht heiß. Wenn mal was nicht hundertprozentig geht, dann ist es halt so. Das kann alles passieren. Zur Not gibt es ja auch die Karossen schon bemalt. Dann habt ihr natürlich weniger Sorgen. Dann ist das praktisch schon so, wie es sein soll. Kann man natürlich auch machen. Aber ich finde, das gehört genauso dazu, wie das Zusammenbauen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass man bei Tamiya noch Bausätze bekommt, die man selbst zusammenschrauben muss und nicht als R2R-Modell. Wie gesagt, das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. So, hier setzt man natürlich auch an. Das andere, das können wir alles schon mal wegtun. Jetzt kommen hier die vorderen Teile. Müsst ihr darauf achten, wo die hinkommen. E und auf die andere Seite kommt H. Also ich habe jetzt hier H in der Hand. Das kommt jetzt praktisch auf diese Seite hier. Mal drauf achten. Wie rum. Ja, man muss natürlich auch noch drauf achten. Natürlich auch noch alles spiegelverkehrt. Aber wenn spiegelverkehrt ist, dann kommt es noch mal besser rüber, weil dann jetzt sieht man auch eindeutig, wo das hin muss. Wenn ihr jetzt das H drin habt, dann könnt ihr euch ja ausrechnen. Auf der anderen Seite kommt dann praktisch das F hin. Was man hier ganz gut sieht, hätte ich vielleicht schon Anfang an machen sollen. So. Ja, das Schicki. Ist, wenn man weiß drunter legt. Das passt auch noch mal ganz gut. Dort, wo F ist, kommt jetzt E hin. So. So, das sollte jetzt das klar überdecken. Und vom Prinzip her da oben rauskommen, guckt jetzt bei mir nicht. Ich habe aber auch nicht so viel weggeschnitten, so wenig weggeschnitten. Aber es kommt nicht da raus, wo ich es hin will. Thank you.
So. Beim G kommt es schon besser. Könnte meines Erachtens ein bisschen besser passen. Hier vielleicht noch mal abmachen. So. Und hier auf der anderen Seite, dann muss ich es auf jeden Fall noch mal abmachen. Das muss schon oben besser abschneiden. Ja, es liegt zwar jetzt übereinander, aber es liegt zwar jetzt hier ein bisschen übereinander, die zwei Streifen, aber das wird jetzt wenigstens zu einem Teil. So, als nächstes, ich werde jetzt mal kurz ein bisschen Spüle, ein bisschen auswaschen, denn danach kann man hier im Prinzip schon die Farbe reinbringen. So, hier. Schön abwischen, von außen braucht das nicht, nur von innen. So. Dann trocken machen. Und natürlich da die Fusseln natürlich hier weg. Am besten den fusselfreien Lappen nehmen dafür. Nicht unbedingt mit der Hand reingreifen. Ja, Hand ist ja fettig. So. Sagt. Darauf achten, dass er nicht mehr drin ist. Manchmal ist es auch so, man denkt, es ist von innen und dann ist es von außen. Ja. So. Danach, eigentlich geht es heraus an die frische Luft, aber ich habe hier mir hier jetzt mal so eine meine Kiste genommen. So. Gar nicht hier. Sieht man, dann nehme ich hier meine Farbe, habe ich gesagt, von Haarspeed, das Urban Blue. Schön schütteln das Ganze. Und dann im Prinzip dadurch, dass das nicht so schön deckend ist, wird das jetzt in mehreren Schichten, ne? Aufgebracht. Also immer schön trocknen lassen zwischendurch. So. Erste Schicht auch nicht zu dick machen, weil wenn das zu dick macht, dann kann das passieren, dass das ganze auch verläuft, ne? Und das wollen wir natürlich auch nicht. So, dann als nächstes hier noch ein paar Teile machen, die Plastikteile. Ist zwar jetzt die Farbe nicht dafür geeignet normalerweise, aber ich möchte es trotzdem machen und probieren, mal gucken, das Ganze funktioniert. So, auch immer hier dann trocknen lassen und nicht zu, und wie gesagt, auch nicht zu dick. Ihr könnt natürlich jetzt so ein bisschen füllen, ein bisschen wärmen, aber das wird relativ schnell, ist das auch trocken. Ich habe hier schon mal einen Spiegel vorbereitet. Der sieht hier etwas matt aus jetzt.
danach. Mal gucken. Ich kann den ja immer noch glänzend machen. Ja, es gibt ja immer noch so ein bisschen Glanzspray, glaube ich. Ja, den kann man ja noch drüber machen. Man muss sich auch mal was trauen und nicht immer nur was andere machen. Hier kommt dann das Spiegelglas rein. Der Spiegel wird an der Karosse festgemacht. Dadurch, dass die Karosse ja in der anderen Farbe ist, also in dieser Farbe ist, finde ich, macht sich's auch wirklich gut, wenn man die Spiegel in der Farbe macht. Also deswegen. Und hier der Heckspoiler ist ja im Prinzip das Gleiche. Habe ich hier noch ein bisschen Grad, das ich hier sehe. Hier ist es im Prinzip das Gleiche. Ich weiß gar nicht, anrauen, nicht anrauen. Ich werde es mal so probieren. Ob das so auch funktioniert. Aber jetzt werden wir sehen. Ihr seid dabei. Ihr werdet das Endergebnis auch sehen. Ich will noch mal ein Stückchen weg, weil hier wirkt sich jetzt wirklich aus. Ne? Hier sieht man, wenn es zu dick ist, dann sieht man da auch so schon Nasenbildung. Auch hier auf der anderen Seite. Ich glaube, da muss ich noch mal dann ran. Na, ich bin da jetzt mal ein bisschen ganz orthodox und hoffe, dass ich das irgendwie noch wegbekomme. Das war, glaube ich, Schuld ist, glaube ich, ich gewesen, weil ich noch mal nachgesprüht habe von unten, ne? Und dadurch ist das nach oben gelaufen, aber ich finde, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, das kann man auch weglegen in der Zeit. Nochmal hinlegen. Normalerweise ist es ja auch relativ na, darum geht's. Hier noch ein Pinsel.
So, der kann. So, dann haben wir hier. So, ich habe ja gesagt, viel ist nicht mehr drin. Ich muss mir hier noch eine Farbe bestellen. Ich hoffe, das reicht für das, was ich jetzt hier vorhatte. So, okay, dann haben wir das auch. Wohin? Dann gucken wir uns die Karosse an, wie die aussieht. Da müssen wir eigentlich nur gucken, ob das ungefähr gleichmäßig alles bedeckt ist. Wie gesagt, die ist ja, oh, hier seht ihr, dass die gleichmäßig ungefähr bedeckt ist. Und da das sowieso keine richtige deckende Schicht ist, kommt jetzt noch zum Schluss. Mal gucken, ob wir was retten können. So. Ne, die ist wirklich alle. Jetzt. Macht man nämlich zum Schluss eins, bei solchen Farben macht man nämlich dann eins, wenn das nicht richtig deckend ist. Weil wenn man jetzt hier durchguckt, ne, dann sieht man eigentlich, also ihr seht es vielleicht nicht, aber hier sieht man jetzt noch, glaube jetzt so ein bisschen die Hand durch die Farbe. Wenn das Weiß dahinter ist, dann würde man das noch besser sehen. Und dadurch ist das natürlich nicht so schön, weil man sieht jetzt durch das Auto durch so ein bisschen. Ist jetzt nicht so stark wie bei manch anderen Farben, bei anderen Neonfarben, aber ich nehme deswegen ein wenig Deckweiß und tue natürlich hier Deckweiß rein. So. Man kann natürlich auch dunkle Farbe reinmachen als Deckfarbe, aber dann wird das, was man drinne hat, natürlich auch dunkler.
Deswegen macht sich das mit Weiß immer ganz gut zu hinterlegen. Man schützt auch gleichzeitig die Farben mit so einer Schicht. Nitro-Fahrer nehmen ja auch manchmal Nitro-Blocker, ne, damit das auch, damit halt der Sprit nicht die Farbe angreift. So, jetzt lassen wir das Ganze trocknen. Dann habt ihr schon mal hier auch einen Eindruck. Hier. Klar, drehen, aber lasst euch da mal gleich überraschen. Und macht bloß keine Aufkleber drauf. Warum macht keine Aufkleber drauf? Hier ist eine Schutzschicht drauf. Hier ist eine Schutzschicht noch drauf. Deswegen sieht das auch so matt aus. Also die muss erstmal ab. Genauso müssen die Scheibenaufkleber erstmal ab dann. Und dann könnt ihr auch die Aufkleber von außen drauf machen. Ne? Also das solltet ihr auch beachten. Ne? Ich glaube, das ist jedem schon mal passiert. Der hat schon mal hier so einen Aufklebersatz auf die Karosserie geklebt. Und dann festgestellt, ui, 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 ich muss ja noch die Folie abmachen. Und dann gehen automatisch auch die Aufkleber ab. So, jetzt dauert es noch einen kleinen Moment, trocknen und dann geht es weiter. Dann nimmt man sich am besten ein Skalpell. Und dann kann man nämlich hier die Fenster Aufkleber hier schön entfernen, hier erstmal ansetzen und dann kann man die schön fein säuberlich rausziehen. So, Nummer 1. Und dafür nimmt man am besten ein Skalpell. Kann man gut an den Kanten rangehen, ansonsten kann man natürlich auch hier mit daran gehen. Am besten macht sich das, wenn man hier so einen Anfang an der Seite findet. Und dann kann man nämlich das Ganze wieder komplett schön rausziehen, wie man das auch schon reingeklebt hat. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch die Scheiben klar zu lassen. Also ihr müsst die nicht abkleben, weil es gibt ja hier so zum Scheiben abkleben, gibt es jetzt hier einen Satz dazu. Aber ihr könnt also getönte Scheiben haben, aber ihr könnt natürlich auch die transparent lassen, je nachdem, wie es euer Geschmack ist. Ne? Also das Einkleben könnt ihr natürlich immer noch machen. Rausmachen könnt ihr die getönten Scheiben natürlich auch immer wieder. Ne? Das ist aber, man hat es ja nur einmal, müsste man sich einen neuen Dekorbogen kaufen. So, und das lässt sich wirklich ganz easy rausziehen. Und vorne ist das im Prinzip ja das Gleiche. Und wenn mal was übersteht, ist das auch kein Problem. Es gibt ja erstmal so ein Mittelchen, ne, wo man das entfernen kann von Carson. Oder man tut hier ganz vorsichtig, jetzt nicht unbedingt mit einem Messer, aber mit einem, zum Beispiel mit einem Holzstäbchen, ne, Zahnstocher zum Beispiel, kann man hier sowas wegmachen, wenn sowas hier im Weg ist. Fingernagel ist jetzt keine Alternative. Vor allen Dingen, man kann es ja nicht hier so den Strich zum Beispiel, weil man mit dem Fingernagel natürlich nicht so genau arbeitet. Aber ein Zahnstocher, der macht sich ganz gut. Kann man das, was man, ja, was übersteht oder wenn das halt man nicht richtig abgedeckt hat mit der Folie, also mit dem Scheibenaufkleber, kann man im Prinzip die unsauberen Kanten, kann man dann schön nacharbeiten. Das ist im Prinzip ja kein Problem. Also alles, was da einen jetzt stört. Jetzt sieht das alles noch ein bisschen, naja, aus, ne? Also hier alles unschön. Und da seht ihr ja hier schon die Fetzen dran. Man kann hier, das ist auch immer schwer, manchmal einen Anfang zu finden. Da macht es sich ganz gut, an solchen Stellen wie hier zu arbeiten. Oder man fummelt halt.
wo man dann mal einen Anfang hat, ganz vorsichtig. Ihr seht das schon. Da wird eine Folie sichtbar. Und ihr guckt, ihr seht hier schon mal den Unterschied, ne? Wenn ich das jetzt hier abmache, wie schön glänzend das ist und wie das hier aussieht, ne? Also schon noch mal Unterschied. Ja, wenn man das jetzt hier zur Hälfte mal rauszieht, guckt euch das an, ne? Unterschied. Ja, und jetzt ziehen wir das Ganze raus, also ab. Und natürlich auch darauf achten, alles wegzumachen. Und bevor ihr natürlich hier Aufkleber draufklebt, dann macht auch die Klebereste hier ab. Manchmal bleibt ja hier noch was haften. Die Folie ist ja schön, die zieht ja schön an. Also sprich jeden Putze. So, deswegen hier schön gucken, ob ihr auch hier guckt mal, das ist ja richtig schön statisch, ne? Das zieht sich hier wieder zurück. So. Alter Schwede, ey. Ist ja gar nicht so ungeil. Farbe. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Auch mal was anderes. Hinten abmachen. Dann nehme ich mir mal mein Auto. So. Ja, Karosserielöcher. Ja, ich habe die Bodenfreiheit noch nicht hingekriegt, also noch nicht eingestellt, aber guckt euch das mal an. Ne? Das ist natürlich der Oberhammer. Sieht irgendwie, wenn man hier so sieht, ne? Oder? Cool. Wie gesagt, Höhe muss ich noch justieren. Aber das hat auch schon mal was. Cool. So. Als nächstes kommen jetzt hier die Anbauteile dran. Das heißt, ein 3x10 habe ich auch schon hinter.
wird jetzt quasi hier reingeklebt. So. Hinten die Rückleuchten dran. Richtige Seite macht. So. So, dementsprechend die anderen auf die andere Seite geklebt. Ihr habt du alternativ die Möglichkeit, sich zu nehmen. Ich habe jetzt als Beispiel der Supra gibt es jetzt auch noch in Schwarz und in Weiß. Das soll hier jetzt in die Mitte rein. Cool. Ja, schön. Nicht ganz mittig. Fehlt hier der Anhaltspunkt. Hier fehlt so der Anhaltspunkt für das Rücklicht, für das Nummernschild hier. Also Nummernschild ist es ja nicht. Also für das Supra hier. Na, jetzt kommt es aber schon besser hin. So, dann ist das auch schon drauf. Dann kommt das dazu. Aber auch wieder. Orientierung fehlt so ein bisschen. Ein Stückchen nach links noch. Hier vielleicht. So. Vorne haben wir noch eins. Thank you.
Spitze drauf. Dann könnt ihr das viel oder könnt ihr das ganz genau hier ansetzen und dann draufsetzen. Mal gucken, was wir hier noch so haben an interessanten Details. 31. Tank. Mal tanken müssen. Dann haben wir die Türgriffe. Türgriffe. Schnippel, schnappel.
Nee. Ein Fehler. Ist ja keine große Belastung drauf. So. So. Sieht das doch schon mal nicht verkehrt aus. Mal gucken hier. Wenn ich das mal auf die Schnelle hier zusammenbastle. Das muss schon sein, aber na, das passt doch mit der Farbe schon wunderbar zusammen. Hier. Dann noch die Höhe einstellen und dann.